you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Und mit dabei ist wieder der gute alte Sven aus vergangenen Street Fighter Tagen. Ja, Leute, Sven ist wieder am Start. Ja, yeah, der olle Hamburger. Ja, aha, Eis. Hamburg, meine Perle. Wir grüßen die Welt aus dem Keller. Letzter Platz gut verteidigt. Hamburger SV. Nur der HSV. Kommen wir zurück zum Wesentlichen. Ja, wir bauen eine Stadt. Wir sind Echt? Bürgermeister. Wir sind schwanger ist out. Wir sind Bürgermeister ist in. Natürlich in der einzig wahren Version, der US-Version. Ja, wenn die PAL-Version nach dem Titelbildschirm keinen Bock mehr hat. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Ich habe das Ding nicht programmiert. Ich weiß nur, wenn ich es in meinem Super Nintendo spiele, da passiert das nicht. So, aber du musst noch nachschlagen, wie der Geldtrick geht bei SimCity. Sonst sind wir in ein von zwei Minuten pleite. Oh Gott, ey. Soll ich jetzt echt? Ja, bitte. Irgendwas musst du am Ende des Jahres mit den Steuern machen und irgendwie L- oder R-Taste gedrückt halten, das weiß ich noch. Aber ja. Ah, ich erinnere mich ganz, ganz vage. Ich suche in der Zeit schon mal eine von 999 Karten aus. Ja, such dir was Schönes aus, ey. Ich nehme nämlich immer die gleiche Karte, wenn ich das spiele. Weil es ist, glaube ich, die Karte mit den wenigsten Flüssen, wo du am meisten bauen kannst. Ich meine die 61 war. 61 oder 63. Dauert halt erstmal 3 Jahre, bis sie geladen wird. Jo, das ist sie. Also der Geldtrick am Ende des Jahres, ja, musst du... Du musst all dein Geld ausgeben und alle Unterstützungsgelder, Polizei, Feuerwehr müssen auf 100% stehen und die Steuern auf 7%. Ja. Ja, und du musst, wenn dann am Ende des Jahres das Budgetfenster erscheint, musst du L drücken. Alle okay. Prozentangaben auf 0 schalten, immer noch L gedrückt halten, das Budgetfenster verlassen, ja. Dann ins Steuermenü gehen, die Steuern auf 7% hochsetzen. Aber die mussten doch vorher schon auf 7 stehen, oder nicht? Du stellst am Ende des Jahres alles auf 0. Du hast ja also noch bevor der Bildschirm dann von alleine auftaucht. Genau, vorher müssen die Unterstützungsgelder auf 100% stehen und die Steuern auf 7%. Am Ende des Jahres stellst du alles auf 0, immer noch L, also die ganze Zeit L gedrückt halten. Und wenn du das Budgetfenster dann verlässt, gehst du ins Steuermenü, stellst die Steuern wieder auf 7 und die Unterstützungsgelder auf 100. Danach gehst du raus. Also hier steht dann rausgehen und zusammen mit dem X-Knopf, welches das Menü schließt, den L-Knopf loslassen. Okay. Also L-Knopf plus X-Knopf gleichzeitig. Wenn man alles richtig gemacht hat, hast du danach eine Mille. Musst du mir gleich nochmal vorlesen. Ja, das dachte ich mir, ey. Ja, erstmal, wir nehmen diese Karte hier und wir brauchen natürlich einen Namen für unsere Stadt. Ja, die nennen wir natürlich Sven. Achso, oh. Ja, Leute. Hamburg. Wäre ich mal... Klingt ganz geil eigentlich, oder? Ja, also ich finde, dass die Endung ist auf jeden Fall ein Unikat.
Ein L gibt's leider nicht, sonst würde ich ja Hamburg hinschreiben. Ah, da müsste man nachher. Hamburg. Hemmenbürchen, ey. Moin. Wir können natürlich auch sagen hier. Bremen. Ah, dann aber Bremen, ja. Also mit A-I-N am Ende, ja. Wer kennt diese Stadt denn nicht, ey? Bremen. Das klingt sogar noch besser als Hamburg. Ich denke, wir haben unsere Stadt gefunden, ja. Also, die nächste Weltmetropole steht auf Easy. Ja, natürlich. $5,000, das kannst du mit $5,000 bauen. Genau. Mit $20,000 kannst du ein Haus vielleicht bauen oder so. Ich weiß das alles gar nicht mehr, ey, da. Ich auch nicht. Ich bin gerade so in der Zwischenzeit, wo ich gerade nicht in Windeln scheiße, ey. Ich genieße erstmal diese chillige Mucke hier. Wenn man noch ein Dorf ist, mit 0 Einwohnern. Alter, wie mich das gerade packt, so. Und überleg mal, wir sind im Januar um 1900, ey. Lass ja, da irgendwie eine. Und die Zeit kannst du Atomkraftwerke bauen. ja, wusstest du das nicht, dass damals die Yankees das erste Atomkraftwerk gebaut haben? Mensch, ey. Ich baue erstmal Schienen. Oh, da fährt ein Zug. Oh, guck dir diese phänomenale Geschwindigkeit an. Ja, und wir haben immer noch 0 Einwohner. Also wir brauchen mehr kommerzielle Zonen. Kommerzielle Zonen, okay. Ja, das ist hier, das sind die Gewerbegebiete. Ja, wir brauchen nämlich Gewerbegebiete, damit die Leute da arbeiten können, die noch nicht bei uns wohnen. Ja? So, jetzt machen wir hier die Strecke weg. Und der arme Zug weg. Und kaum ist die Strecke weg, brauchen wir Industriezone. Weil wir einen Zug gefangen haben. Ja, wir brauchen ja erstmal Strom. Ja, und dazu bauen wir natürlich nicht. Diese ganze Strecke ist doch eigentlich irgendwie Humbug. Und schon haben wir Geld gewastet. Oh, guck mal, die Lok fährt runter. Nein, die Lok ist weg. Alter, schön knapp $1,000 für den Flocken. Erstmal gut, schau. Hier, Taxes. Das ist der Steuerbildschirm. Ja, genau. Ja, genau so soll das stehen. Genau. Ja. Da kommst du am Ende des Jahres rein. Ja, also Ende des Jahres taucht er einmal automatisch auf. Ja, genau. Und dann müssen wir eigentlich erst anfangen. Genau, wenn der auftaucht, dürfen wir es nur nicht verpennen dann. Okay. So, wie wäre es denn, wenn wir erstmal... Genau. Erstmal Strom. Genau, erstmal ein dickes Atomkraftwerk. Ja, mit überall Homer Simpson. Ey, das ist wichtig, ja. Also ich baue keine Straßen, weil ich absolut keinen Bock auf Luftverschmutzung habe. Na genau, da bauen wir ein paar Airs. Oh, Entschuldigung. Ist schon ein bisschen spät am Abend. Erstmal hier so eine Russensiedlung. Ja, genau, mehr Straßen, leck mich am Arsch. Oh, wir müssen natürlich auch Stromleitungen bauen. Ich wollte gerade sagen, dann willst du diese Kette nicht mal ein bisschen... Aber da sparen wir jetzt erstmal natürlich hier wirtschaftlich Geld, weil wir hier nur so eine Leitung hinlegen müssen. Mhm. Wir haben wirtschaftlich extrem viel Geld gespart, dadurch, dass wir vorher erstmal für 1000 Euro Schienen gebaut haben und dann weggeschmettert haben. Erstmal hier so schön und erstmal hier so alles... Irgendwie, oh, unsere ersten Einwohner. Leck mich fett, ey. Alter, hör mal. Erstmal für die paar Bewohner 1000 Millionen Arbeitsplätze. Ja, und unser Geld schwindet rapide. Ja, wir müssen ja eh alles ausgeben. Alter, ich weiß auch gar nicht, was sie damit meinen. Müssen wir dann echt auf Null sein? Wie sollen wir das weiß ich noch. Null oder Miese, oder was war das dann, ne? Nee, du kannst keine Miese machen. Weil direkt auf Null, ey. Das ist kein Thema. Gehen wir einfach. Aber wir sind ja schon im August, ey. Ja. September. Der September 1900. Aber ich baue mal hier so zwei Polizeistationen. Ja, wie wär's denn noch mit einer Feuerwehr? Ach, brauchen wir noch nicht. Ja,
Oh, ein Stadion brauchen wir eigentlich, ja? Ah, ja, natürlich das Raymer Wazer Stadion. Ja, der Waze Main Stadium. Ja, aber sowas von. Ich pflaster hier erstmal alles hier so mit diesen Dingern hier zu. Damit erstmal Einwohner reinkommen. Erstmal zu böllern. Oh yeah! Oh yeah! Oh, da ist er. Adolf. Guck dir meinen Schnubbi an. Mein Schnubbi ist so gut. Wir haben eine Bevölkerung von 2000 Leute oder mehr. Und wir sind jetzt eine Town. Also merkt euch, mit 2000 Einwohnern seid ihr schon eine Stadt. Ja. Ja. Oh, wir haben ja Oktober, ich muss die Kohle loswerden. Also bauen wir mal hier so zwei Feuerwehrdinger. Oh, unser Haus. Oh yeah! Ziel erreicht, Spiel vorbei. So, wir wohnen natürlich hier erstmal ganz weit weg. Mal ganz sagen, wir wohnen immer noch da, wo es schön ist, ja, bitte. Wir wohnen hier unten in der Ecke. Oh, jetzt kann ich mir kein Kraftwerk mehr leisten. Ja, müssen wir so lange ohne Strom leben. Ja, macht nichts. Wir können doch unser Steuergeld verheizen. Richtig, so, richtig. Ist doch alles, Titte. Darf ich sowas hier sagen oder bin ich in so einem seriösen Stream gelandet? Stream? Ja, du bist irgendwo am Arsch. Am Arsch von Brayman bist du gelandet. Ja, schon Brayman, ey. Ja. Yeah. Ich wohne zwischen einer Stadt, in der es einfach mal nur Schienen gibt. Ja Mann, ich fahre mit meiner Draisine zur Arbeit. Wo kann man das schon sagen? Ich muss mal schnell meine Kohle verballern. Also, keiner kann sagen, dass es bei uns keine Polizeistation gibt. Ne? Wir sind sicher. So, noch ein bisschen Parkpflanzen hier. Mhm. $3 haben wir noch. Kann man noch drei Sachen planieren und wir sind pleite. Ja. Easy. So, dann müssen wir warten, bis der alle Bildschirme auftaucht. Ja, warten wir doch mal. Und ach, ist ja schon Dezember, Mensch. Jo, das Jahr geht rum, Junge, ne? Oh Mensch, ja, wir haben schon 5000 Einwohner. Ey. Oh, und da kommt er. So, oh. Jetzt muss ich L gedrückt halten. Moment. Viel Geld ohne Schummeln. Nein, das ist ja blöd. Wir wollen viel Geld mit Schummeln. Ja, Lotto King Karl Geld. Muss man alles Geld ausgeben. Man muss sich sicher sein, dass die Unterstützungsgelder Polizei. Ja, das hatten wir. Wenn am Ende des Jahres das Budgetfenster steht, muss man den L-Knopf gedrückt halten, alle Prozentangaben auf 0 runterschalten. Okay. Also du hältst die ganze Zeit den L-Knopf auch gedrückt. Ja, mach ich. Okay. Alles ist jetzt auf 0, also Steuern und hier die Finanzierungsmittel für Bahn, Polizei und Feuerwehr. Ist auf 0, okay. Und dann das Budgetfenster verlassen. Habe ich gemacht. Dann jetzt wieder das Steuermenü aufrufen. Wieder auf dem Steuerbildschirm. Ja. Ja. Jetzt? Tax Rate auf 7 und alles andere auf 100%. Okay. Oh, jetzt machen wir tatsächlich miese hier. So, und dann? Und jetzt, wenn du schließt das Menü mit X und gleichzeitig den L-Knopf loslassen. Yeah! Yeah! Das hat geklappt, ey! Yeah! Da wir jetzt Asche wie Heuer haben, gibt's bei uns auch. Wie hoch kann man die Steuern eigentlich? Boah, 20%. Ja, dann knallen wir erstmal schön auf 1%. Bei uns geht's den Leuten nämlich gut. Ja, genau, das, 1% Steuern. Das kannst du ja auf 100 lassen. Und jetzt bauen wir erstmal eine richtig geile Metropole auf. Yeah! Willkommen in Bray, Maine, wo man keine Steuern zahlt und trotzdem Rente kriegt. Willkommen! 1% Steuern. Ja, überleg mal, Alter, du gehst arbeiten. Für 6,50. Und hast von diesen 6,50 6,40 über. Alter, was das für geile Scheiße! Guck mal, und jetzt kommen nämlich die Wohngebiete.
Jetzt kommen die Wohngebiete an den Start. Vielleicht kommen ja dann auch irgendwann mal Straßen, dass du nicht nur mit der Draisine zur Arbeit fahren musst. Ich baue keine Straßen wegen Umweltverschmutzung. Ich will wenigstens ein Stadion. Ja, Stadion kommt direkt neben unser Haus hier. Ja, natürlich, ey. Ich will zu Fuß gehen, damit ich schön einen pissern kann. Pissern kann, ey. Ja, so, ja. Ja, einmal. Es gibt noch hier dieses, diese Kuppel da. Die, genau. Ja. Und dann kriegen wir natürlich hier unser eigenes Kraftwerk. Ja, Alter, wer will ich gerne neben dem Nuklearkraftwerk wohne? Ja, direkt neben dem Stadion. Es ist so gut, Alter. Unsere Footballspieler sind überhaupt nicht gedopt oder so. Die sind nämlich geklont, ey. Das sind die Brayman Isotopes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Frisch aus dem Atomkraftwerk, ey. Oh, wir sind bei 9.620 Einwohnern. Das ist, oh yes, oh, wir sind in the city. Oh ja. 10.000 people. Ist, 10.000 Penner wohnen bei uns in der Stadt. Ey, ohne Miese, der hat doch diese komische Klammer da am Bauch. Ey, das ist doch ein Haar, das steht doch auf jeden Fall für Hilbeli. Das ist eher so der Bauchweggürtel. Ja, dann funktioniert der nicht wirklich. Also, oh Alter, der sieht aber auch aus, ey, der Knecht, ey. Meine Herren, ey. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Strom da oben, kann das sein? Nee, die haben alle Strom. Hier, ich habe hier eine so eine Verbindung gebaut und solange die sich alle berühren, haben die Strom. Also, ich finde diese Stadt sehr essentiell wichtig aufgebaut. Geschmeidig, ne? Es wird immer so weitergehen. Ja, also das ist auf jeden Fall wirtschaftlich komplett korrekt. Ja. Also. Aber willst du hier direkt noch neben Flughafen haben? Also ich meine, da kann ja keiner was gegen sagen, wenn er halt mit dem Flugzeug zur Arbeit fliegen kann, ne? So Fallschirmsprung über deine Arbeit, ne? Ja, ich würde das feiern, ich meine. Oh, mehr Residential brauchen wir. Ach, jetzt wollen die Leute auch noch irgendwo wohnen, ey. Was ist los, ey? Das ist ein einwanderfreundlicher Stadt, ist das. Ja, ja. Wollen die so ein Schiff Roman nicht. Was wollen die Roman? Roman Weinfeller wollen die. Ah, hier unten ist noch Platz frei, da legen wir noch ein bisschen Park hier an. Ja, guck mal, die kriegen sogar zwei pinke Bäume. For free, Leute. For free. Steuerfrei. Duty free. Und die werden im Nu wieder abgerissen und durch Bahnschienen ersetzt. Ja, so schnell kann es gehen, dem Fortschritt Platz gemacht. Da kannst du nichts machen. Das ist Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist Deutschland. Erst irgendetwas bauen und ein Jahr später wieder wegfetzen. Ja, quasi einen Monat. Yes. So, jetzt wollen wir doch mal hier Umfragen uns angucken. Macht der Major einen guten Job? Yes! Warum auch immer. Guck mal, warte, was ist das größte Problem? Steuern? Was ist los mit den Leuten? Die Mietpreise. Warte. Und Verschmutzung 12%. Ich komme gerade über die Steuern nicht hinweg. Die zahlen 1% Steuern. Und das ist denen zu viel. Ja. Das ist der helle Wahnsinn, echt. Wir sind doch hier nicht in der Türkei, wo alles for free ist, ey. Weil es halt geklaut ist, ey. Ist doch nicht so, hier Map. Bisschen Map. Viel Verschmutzung. Oh ja, hier so, ne, unsere Industriegebiete. Ja, so beim Verbrechen. Atomkraftwerk. Oh, hier oben in der Ecke ist Verbrechen. Oh ja, vielleicht reißt hier. Du da mal ein I ab für ein P, ey. Ja, aber ein paar Police Stations brauchen wir mal hier, ne? Ja, zumindest oben in der Ecke mal, ja. Zack, zack. Zack, zack, so gated. Ey, guck mal, hier unten ist voll damit alles. Und trotzdem kriegen die nichts in den Griff, ey. Ja, das sind. Weißt du, das sind Polizisten, die haben nämlich Autos und haben noch nicht gelernt, wie man mit dem Zug fährt. Weißt du, die fahren mit ihren Kackautos nämlich nur im Kreis um die Polizeistation rum. Kommt bestimmt gleich wie Meldung Stromknappheit oder so. Ja,
Also, ich meine, wir haben Ist da jetzt direkt eine Schule draus geworden? Was ist das da? Alter, richtig schöne Grundschule, damit die Polizisten auch mal was lernen können. Da hast du dich auch noch verbaut.